Und ich beginne heute mit einem Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn jemals sagen muss. Die Fußballweltmeisterschaften 2018 und 2022 gehen an Russland und Katar. Wirklich, FIFA? Eine WM in Katar? Warum nicht gleich in Diarö? Ja, haben Sie mal ein Fußballspiel der Nationalmannschaft von Katar gesehen? Hier, neulich erst gegen Usbekistan. Kein Witz. 골키퍼 다리 사이 빠졌군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슈팅 골키퍼스가 또 튀어나온다. 다시 한번 뒷공간 왼발 슛! Ja, da sage ich doch Chapeauchen, ne? Nur ganz, ganz wenige Spieler auf der Welt hätten das so hingekriegt, meine Damen und Herren. Katar! Katar ist übrigens 180 Kilometer lang und 80 Kilometer breit. Und es gibt dort kein einziges WM-taugliches Stadion. Müssen also tatsächlich 12 gebaut werden, die nach der WM wieder abgebaut werden. Weil sie keiner mehr braucht, das ist kein Spaß. Hier, eine schwedische Möbelhauskette hat direkt reagiert. Modell Stadion. Ne? Schrauben Sie jetzt den Pfosten P an die Trainerbank Unterseite F bis die Flanschnute. Ach, für die Scheiße habe ich jetzt keine Zeit. Das ist viel zu kompliziert. Ja, wirklich. Russland und Katar. Ne? Was war da denn los? Man weiß es nicht, meine Damen und Herren.